Und wir kommen zu einer Sendung voller wertvoller Momente und Schätze und Erinnerungen in unserem Leben, die uns schon das ganze Leben begleiten. Zum Beispiel die Hochzeit vor 20 Jahren, der erste Geburtstag von ihren Kindern, von ihren Enkelkindern, der erste Schritt, was auch immer. Das sind so wertvolle Momente, die man häufig irgendwo hat. Auf einem Dia, auf einem Negativ oder vielleicht auf so einer VHS-Kassette. Ja, ist ja schön, dass man die dort hat, nur es nützt eben nicht so viel. Es sei denn, sie haben zwei wunderbare Geräte, die uns Ralf mitgebracht hat. Ja, zum Digitalisieren von Foto, Negativ, Dia, Erinnerungen, aber auch aus dem Videozeitalter, um diese zu digitalisieren. Und Videozeitalter ist für mich was ganz, ganz Entscheidendes, weil meine Kinder, ich habe drei Kinder, die sind alle in diesem Zeitalter auf die Welt gekommen. Meine älteste Tochter 1987, die Hochzeit der Videokameras. Da hatte eigentlich fast jeder eine Videokamera und hat dann Filme gemacht. Und so heißt es, die Taufe wurde zum Beispiel gefilmt, später dann natürlich der Kindergarten, Einschulung und so im Prinzip durch das ganze Leben, bis eben das Videozeitalter vom digitalen Zeitalter, in welchem wir uns jetzt befinden, abgelöst wurden. Und so gibt es hunderte von Videokassetten, die können eben so groß sein, VHS, das System, die Älteren erinnern sich, dass ich durchgesetzt habe gegen Betamax und Video 2000, oder auch so, was hier auf den ersten Blick für den Laien aussieht wie eine Musikkassette, war von Sony Kameras hier jetzt ein spezielles System, Digital 8. Wie ist das? Also auch Videoaufnahmen. Und sowas jetzt wieder zu sichten und vor allem zu digitalisieren, das ist unsere Aufgabe. Und ich zeige Ihnen, wie einfach das geht. Mit einem sehr, sehr kompakten Videorekorder der neuesten Art. Und den hole ich jetzt mal. Und zwar habe ich ihn hier in der Verpackung. So kommt er zu Ihnen. Und dann haben wir hier erstmal eine Fernbedienung mit drin. Die machen wir jetzt mal raus. Ein Adapterkabel, welches gleich wichtig wird. Das Ladekabel, aber das hier ist das Hauptsächliche. Das ist der Videorekorder. Und den holen wir jetzt mal raus. Der ist übrigens akkubetrieben. Das heißt, ich kann jetzt das Ganze auch ganz einfach ohne Stromkabel machen. Ladekabel ist natürlich im Lieferumfang auch enthalten. So, und jetzt schalte ich ihn mal ein und wir werden gleich sehen, wie er mich freundlich begrüßt mit Hello. So, und jetzt ist der Videorekorder startbereit. Jetzt kann ich ihn wirklich als, und da schauen wir uns erstmal die Anschlüsse an, als Videorekorder verwenden, indem ich das Programm aufzeichne. Hier sehen Sie HDMI-In vom SAT-Receiver, hier rein, dann raus an den Fernseher und dann hier ganz einfach Aufnahmen programmieren, direkt am Gerät oder an der Fernbedienung. Das Gleiche geht natürlich auch mit Spielekonsolen. Das sind nur zwei der vielen Anwendungsmöglichkeiten. Aber mir geht es jetzt hauptsächlich ums Digitalisieren. Und da kommen wir hier oben zu den Anschlüssen, die hier sind. Und da steht einer AV-In. Und jetzt kommen wir zum Adapter. Und ich glaube, dann wird es für die meisten deutlich. Hier kann ich jetzt Videorekorder oder natürlich auch Videokameras anschließen über Cinch-Kabel. Und jetzt digitalisieren. Und jetzt stelle ich den einfach mal hin. Wir haben hier einen Videorekorder und den machen wir jetzt mal an und schieben mal eine Kassette ein. Ich brauche also nichts Zusätzliches, keinen Fernseher. Das geht alles mit diesem hier allein. So, jetzt Videokassette richtig rum. Jawohl, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Hier mit rein eingelegt. So, und jetzt muss ich nur die Cinch-Kabel verbinden. Die Farben auf Farben, weil wir wissen, rot und weiß war der Ton, gelb war das Bild. Das sollte man natürlich nicht verwechseln, obwohl, wenn Sie rot und weiß verwechseln, das macht nichts, dann ist halt der linke Kanal auf rechts und der rechte Kanal auf links. So, jetzt haben wir hier schon mal das Bild, welches jetzt gerade aus dem Videorekorder herauskommt. Sie könnten das jetzt natürlich auch wieder auf den großen Fernseher legen, aber vielleicht will man ja auch nebenher, neben Digitalisieren, das normale Fernsehprogramm anschauen, dann kann man das hier ganz allein mit diesem Gerät machen. Jetzt brauchen wir natürlich eine moderne Videokassette, um es zu digitalisieren. Videokassetten gibt es nicht mehr, das sind heutzutage entweder SD-Karten, dann kämen sie hier rein, oder USB-Sticks oder externe Festplatten. Die kommen hier oben rein. Und das machen wir jetzt mal hier mit einem USB-Stick. Und den stecke ich jetzt mal rein. Na, richtig rum sollte ich es machen. 50% Chance. So, jetzt haben wir ihn drin. Jetzt muss ich warten. Er zeigt mir gleich an, das machen die übrigens die meisten USB-Sticks, wann er betriebsbereit ist. Sie sehen, jetzt leuchtet es dauerhaft. Jetzt ist er betriebsbereit. Und jetzt kann ich das, was ich hier gerade sehe, das kann ich jetzt digitalisieren. Und zwar so unglaublich einfach, indem ich hier auf Record drücke oder könnte ich natürlich jetzt auch auf der Fernbedienung, aber wenn ich das Gerät in der Hand habe, brauche ich die Fernbedienung nicht. Also drücke ich hier drauf und wir sehen dann hier oben läuft das Zählwerk und genau diese Zeit wird digitalisiert. Und das können wir jetzt einfach laufen lassen. Du brauchst nicht mal dabei sein, der ganze Videofilm
wird jetzt digitalisiert. Was sind die Vorteile vom Digitalisieren? Also ganz klar ist, ich mache den Film haltbar, weil die Videobänder, die zersetzen sich im Laufe der Jahrzehnte und auch die Abspielgeräte werden immer rarer. Das heißt, irgendwann wird es auch die nur noch im Museum geben und deshalb sollte ich das jetzt sichern. Dann brauche ich wesentlich weniger Platz. Wir haben gerade gesehen, wie groß so eine Videokassette war. Die hatte meistens maximal 360 Minuten Spielzeit, die meisten aber nur 180 Minuten. Auf so einen Stick mit 32 GB, da passen Stunden von Filmen drauf, die ich hier digitalisieren kann. Man sagt so eine Stunde 9 GB, also das ist in HD-Qualität. Also da passt wirklich ganz, ganz viel drauf. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, das jetzt durchlaufen zu lassen. Später, und das ist ein weiterer Vorteil von Digitalisierung, kann ich diese Aufnahmen auch bearbeiten. Ich kann Fotos rausfotografieren oder herauskopieren. Ich kann Filme zusammenschneiden und eine Videokassette zu schneiden. Das konnten schon damals nur Profis. Und heute kann das, glaube ich, gar keiner mehr, weil das Equipment nicht mehr da ist. Aber jetzt, sobald es digitalisiert ist, dann kann ich es auf einfachste Mittel mit sogar teilweise Freeware, also mit kostenloser Software, hier zu Hause an meinem Rechner machen. Aber Sie sehen erstmal, brauche ich gar keinen Rechner. Alles, was ich mache, kann ich hier mit dem Gerät allein. Jetzt stoppen wir mal die Aufnahme, ja, obwohl ich es jetzt natürlich grenzenlos durchlaufen lassen könnte, bis der ganze Film durch ist. Also einmal Stopp. Jetzt sehen wir oben, der Zähler hört auch auf zu zählen. Nein, noch nicht. Ob er halt Stopp. Ich habe jetzt nochmal, habe ich nicht richtig drauf gedrückt. Jetzt stoppt er. Hier ist noch gelaufen. Stoppt, läuft aber natürlich die Vorschau des Filmes weiter. Die mache ich jetzt mal weg, indem ich die Verbindung zum Videorekorder trenne. Und jetzt sehen wir hier, dass ich hier auch einen Media Player mit eingebaut habe. Das heißt, das, was ich aufgenommen habe, kann ich jetzt, indem ich hier auf Mode, also den Modus wechsle, ganz einfach auch anschauen. Sie müssen nur den richtigen Modus finden hier mit Moment, er blinkt noch, er verarbeitet gerade noch. So, also richtiger Mode, ich nehme es gerade mal zu mir her. So, und jetzt lasse ich ihn laufen und dann kann ich das direkt wieder anschauen. Mhm. Kleinen Moment noch, jetzt finde das gleich. Da haben wir Fotos und da sind die Filme. Sehen Sie, hier haben wir jetzt das, was wir gerade digitalisiert haben. Also hier nochmal durchdrücken, ganz einfach. Das wären Fotos, die wir zwischendrin machen. Das ist das Video und jetzt kann ich das abspielen. So einfach ist es und ich kann es hier wieder anschauen. Könnte ich natürlich jetzt auch zweckentfremden oder anderer Verwendung zuführen, indem ich nicht digitalisiere, sondern indem ich es als Media Player verwende. Und das würde heißen, dass ich irgendeinen Kinderfilm zum Beispiel auf den Stick mache und wenn ich eine längere Autofahrt habe, das Ganze dann hier eben den Kindern in die Hand drücke. Ein interner Lautsprecher ist da noch drin, dann können sie ihre Kinderfilme unterwegs anschauen. Ich könnte auch Kopfhörer anschließen. Also du siehst, das ist ein multifunktionales Gerät, ein Videorekorder, ein Game Capture, ein Universal-Digitalisierer, ein Watchman, hat man früher gesagt, also MP, hier Multimedia-Player, mhm. Das ist wohl das richtige Wort, das aktuelle Wort. Und hier jetzt einfach die Filme anschauen. Und wir haben hier ja einen Film, der hat sogar einen Datumstempel. Das hatten viele früher von diesen Videofilmen, 1992. Jetzt haben wir 2019, das heißt, das ist 27 Jahre her. Die jungen Damen und Herren sind mittlerweile 27 Jahre älter, die wir hier sehen. Also würde ich hier schon mal behaupten, im hochzeitsfähigen Alter. Und jetzt könntest du zum Beispiel mal zu einer Hochzeit einen solchen Zusammenschnitt von Videos machen. Und das oder gerade sowas finde ich wirklich phänomenal. Für jeden Anlass, bei jeder Geburtstagsfeier, bei jeder Hochzeit oder einfach privat bei Ihnen zu Hause kann man sich dann diese wertvollen Momente anschauen. Das ist wirklich so schön. Es ist auch meine Empfehlung. Also meine Familie hat uns Weihnachten auch sehr überrascht. Die haben auch alle Videokassetten bei uns digitalisiert und meine Schwester und ich, wir waren wirklich gerührt. Also weil das sind so Momente, gerade ich war da auch so klein, ja, und ich habe mich da, klar, man erinnert sich ja da gar nicht an solche Momente und man denkt dann auch, wenn man dann älter wird, Mensch, wie sah man denn damals aus, ja, und das ist so ganz witzig, also schöne Momente, lustige Momente und die man auch nicht vergessen will. Für 189,91 € ein fantastischer Preis, denn solche wertvollen Momente kann man zum Beispiel auch professionell irgendwo digitalisieren lassen, aber das kostet richtig viel Geld, ja, und meistens hat man dann ja nicht nur eine oder zwei Stunden Videomaterial. Man hat dann ja meistens eine ganze Sammlung von Videos und Schätzen.
Und die können wir jetzt retten und digitalisieren. Dann vielleicht auch ihren Kindern, ihren Enkelkindern weitergeben. Das kann man ja auch machen mit der NX 4445 und der 569. Aber nicht nur, um die Filmschätze zu retten und zu digitalisieren, natürlich auch, um das ganz normale Tagesprogramm aufzunehmen. Wir haben noch ein weiteres Gerät für Sie vorbereitet. Das hatte ich ja am Anfang schon erwähnt. Vielleicht haben Sie noch ganz viele Fotos oder Negative, ja? Gerade so Fotoalben. Haben Sie mal festgestellt, dass in den Fotoalben häufig ein paar Fotos fehlen? Ja, früher war das nicht so von wegen digitalisieren und weiter verschicken und ausdrucken. Früher hat man die wirklich aus dem Fotoalbum rausgenommen, weiter verschenkt und das Foto war weg für immer. Heute machen wir das anders. Da hast du recht, also das war wirklich weg für immer. Man kennt das auch aus diesen Fototaschen, 36er Film. Man zählt mal die Bilder durch, sind höchstens noch 20 da. Aber vorne sind zum Beispiel Negative. Und jetzt kann ich mit diesem Gerät, das ich Ihnen gleich zeigen werde, aus Negativen wieder Positive machen. Ich schalte es jetzt erst einmal ein. Auch hier dieses Gerät Akku betrieben. Ich kann es natürlich per Direktstrom machen, aber muss ich nicht. So, jetzt zeigt er mir gleich mal einen kleinen Fehler. Sie sehen, das ist eine SD-Karte, also kein Speichermodul eingelegt. Das legen wir jetzt aber ein. Das ist das Einzige, was Sie noch zusätzlich brauchen. So, einmal eingelegt und jetzt zeigt er mir, I am ready. Ja? Also keine Einwände mehr. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel Negative. Und wenn wir da mal dagegen schauen, man erkennt einfach nichts. Deshalb heißen sie auch Negative. Ja. Jetzt haben wir die früher dann in ein Fotolabor gebracht, um Abzüge zu machen. Hier im Lieferumfang enthalten ein solcher Schlitten. Und in diesen Schlitten lege ich jetzt diese Negative und zwar hier ein. So, da sind extra so kleine Häkchen, damit es nicht mehr verrutscht. Einlegen, das ist kinderleicht. Und jetzt haben wir hier einen Pfeil und am Gerät selber ist auch ein Pfeil. Und da legen wir jetzt rein. Schauen, dass oben und unten auf Film eingestellt ist hier am Gerät. Das ist hier der Fall. Und jetzt muss ich mal ein bisschen nach vorne rutschen, damit ich es sehe. Hier haben wir das erste Bild. Jetzt kann ich schauen, welchen Typ habe ich, was habe ich eingestellt, ist das richtig oder ist es noch das Negativ? Nein, so wird es richtig, jetzt wird es zum Positiv. So, schauen wir nochmal, Gegenkontrolle, ich habe ja Zeit, nein, das ist schwarz-weiß, das wollen wir nicht. Jetzt habe ich, glaube ich, das Perfekte. Mhm. Und jetzt, sobald ich die perfekte Einstellung habe, drücke ich auf Scannen. Und jetzt wird das mit einem 14-Megapixel-Sony-Sensor wird das digitalisiert. Das geht jetzt so mit Negativen, aber auch mit Dias. Ja, und zwar auch mit gerahmten Dias. Wir wissen das von früher, da gibt es noch Hunderttausende. Und das ist das Zweite, was wir machen. Wir nehmen einen Dia-Schlitten, den ich hier habe. Und Sie sehen, da sind ganz einfach gerahmte Dias eingelegt. Ja. So, und mit denen mache ich jetzt genau das Gleiche. Ich nehme also die Negativschlitten raus, nehme den Dia-Schlitten, schiebe ihn ein. Und jetzt schauen wir uns die Dias an. Hier natürlich auch wieder die Einstellung bitte einstellen, weil Dia muss jetzt anders ausgeleuchtet werden als ein Negativ. Jetzt haben wir die optimale Einstellung und auch hier wieder auf den Knopf drücken. Soweit, so gut. Das sind zwei von drei Möglichkeiten. Also Dia und Negative haben wir jetzt digitalisiert. Man kann das nebenher machen, während man irgendwo am Tisch sitzt und Fernsehen schaut. Jetzt kommen wir aber zu Fotos. Und da müssen wir jetzt einfach umstellen auf Foto. Das haben wir gemacht und den Schlitten natürlich rausnehmen. Jetzt haben wir hier unten, Sie sehen diese Halterung. Da lege ich jetzt einfach lose Bilder zum Beispiel ein, stelle es drauf, habe die perfekte Ausleuchtung, möchte ich Ihnen auch mal zeigen. Sie sehen, hier ist alles beleuchtet und zwar so, dass ich keine Spiegelung oder ähnliches in den Fotos habe, sondern nur das perfekte Bild. Für lose Fotos, da beschäftigen wir uns aber nicht weiter dran, damit ich glaube, das ist denkbar einfach. Das nehmen wir mal weg. Aber jetzt kommen wir zu alten Fotoalben. Und ich habe hier mein privates Fotoalbum. Das fängt 1963 an mit der Hochzeit meiner Eltern und geht, bis ich ungefähr 7 Jahre alt bin, also bis 1972. Und jetzt kann ich solche alten Kinderfotos von mir, ohne das Album hier kaputt zu machen, kann ich digitalisieren. Normalerweise müsste ich jetzt irgendwie dieses Foto lösen. Das heißt, das Foto wäre kaputt, das Album wäre kaputt. Das muss ich jetzt nicht mehr. Jetzt gehe ich mit dem Digitalisierer einfach über dieses Foto. Sehen Sie das? So einfach ist das. Jetzt perfekt ausgeleuchtet. Und jetzt kann, das bin übrigens ich mit, ich schätze mal, 1,5 bis 2 Jahren mit meinem Vater irgendwo im Schwarzwald, wahrscheinlich am Kaiserstuhl waren wir da unterwegs. Ja, und jetzt könnte ich hier, ich zeige Ihnen das nur auch mal, die Größe verändern.
hier bei der Einstellung schon, beim Scannen. Das wäre jetzt natürlich die zu kleine Größe, aber das, die Einstellungsmöglichkeiten gehen unglaublich einfach. Sie sehen, 5 verschiedene Größen sind möglich. Eine brauchen wir noch, die hier, dann sind wir wieder bei der perfekten Größe. So, den Rahmen noch ein klein bisschen weg. So, und jetzt kommt wieder das Schwierigste. Oben aufs Knöpfchen drücken und digitalisiert. So einfach geht das. Und jetzt, was gerade noch analog war, ist jetzt digitalisiert. Und das möchte ich Ihnen zeigen. Jetzt schalten wir erst natürlich den Scanner aus, damit die Daten nicht verloren gehen. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und jetzt entnehmen wir die Speicherkarte. Hier hinten ist sie drin. Und jetzt können wir damit an den Laptop. So. Oder an Desktop-Rechner, alles mit Kartenlesegerät. Und jetzt schieben wir diese SD-Karte hier ein. Ja, und ich glaube, auch das weiß heute jeder. Im Normalfall findet er jetzt die Datei gleich, unser Laptop, da ist sie. Und jetzt kann ich schauen. Die letzten Bilder, die ich digitalisiert habe, die gucken wir uns jetzt mal an. Hier sind sie. Muss ich noch ein bisschen runterscrollen. Wo sind wir denn? 27, das war das letzte. Nee, hoppla. Das war vorher, aber macht nichts. Ich kann ja hier ganz einfach weiter mit der Pfeiltaste hier unten. Das war hier auch, bin übrigens auch ich in der Mitte, aber plötzlich sind analoge Fotos, auch das ist auch schön, ein Foto, das falsch rum ist, ja, das kann man nämlich hier ganz oben dann auch im Rechner drehen, also es spielt überhaupt keine Rolle, sehen Sie, in welcher, ob die auf dem Kopf stehen oder ähnliches, das ist egal, geht alles und jetzt kann ich es bearbeiten, ich kann, das war das Negativ, das wir vorhin gesehen haben, ja. Guck mal, ultrascharfes Foto, wunderschön. Ja. Das hier ist jetzt das eine Foto, das ich digitalisiert habe. Ich kann das jetzt natürlich hier schon mal ganz grob bearbeiten. Ich könnte es noch ein bisschen größer machen, guck mal. Ja, oder natürlich auch wieder kleiner. Und das ist so einfach. Ich kann es drehen, ich kann es bearbeiten, ich kann es ausdrucken, ich kann es zerschneiden, ohne das Original anfassen zu müssen. Und das ist die Freiheit, die ich heute möchte. Was ich noch machen kann, möchte ich Ihnen auch zeigen. Und zwar habe ich das schon mal zu Hause gemacht und ich möchte Ihnen das nicht vorenthalten. Das ist zum Beispiel auch Zeitungsartikel. Ja, die habe ich hier unten. Schauen wir mal hier. Lumpazi Vagabundus. Damals Theater gespielt. Das bin ich hier in der Mitte. Sehen Sie. Und das Stück hieß eben Lumpazi Vagabundus. Ich glaube, die eine oder andere kennt es von Nestroy. Und das hier bin ich. Da war ich 16 Jahre alt. Ja, ist also schon ein paar Wochen her. Aber solche Zeitungsartikel auch zu digitalisieren und damit haltbar zu machen für die Ewigkeit. Auch das ist mit diesem 3-in-1 hier Standalone, ist auch ganz wichtig, Foto, Dia und Negativscanner möglich. Und das alles für 142,41 €. Das ist so wertvoll, diese Schätze zu retten. Und ich könnte wetten, jeder von Ihnen hat noch sowas. Wenn es nicht die VHS-Kassetten sind, dann sind es bestimmt diese schicken Fotoalben, die man irgendwo noch stapelweise hat. Ja, und die fasst man wirklich mit Samthandschuhen an. Ich kenne das selbst. Ja, vielleicht hat man teilweise noch so Fotos mit so einem gezackten Rand, schwarz-weiß. Und die sind so wertvoll. Weil wirklich, wenn diese Fotos weg sind, dann sind die weg. Die gibt einem keiner wieder. Deswegen retten Sie die. Wir haben gesehen, wie einfach das geht. Aufsetzen, einscannen, fertig. Und das macht keine große Arbeit. Ich finde, wobei das ist so ein positiver Stress. Ne? Man schaut sich diese Fotos dann viel bewusster an und kann dann mal blättern, das seinen Enkelkindern weitergeben. Guck mal, hier auch noch die schwarz-weiß Fotos. Ja. Das ist genau das, was ich meinte. Und das wäre doch ärgerlich, wenn die wegkommen, oder? Jetzt schauen Sie zu. Und dieses Fotoalbum ist ein Fotoalbum wie 100.000 andere auch. Für Sie. Für mich ist es eine Geschichte. Jedes dieser Fotos erzählt mir eine Geschichte. Oh, geh nochmal Rückenschritt zurück, weil ich möchte noch mal ein bisschen digitalisieren. Guck mal, das war übrigens auch hier. Ralf in der Badewanne. Guck mal, hier. Ja, nee, das will ich jetzt nicht kommentieren. Blätter weiter. Ja, egal, welche Richtung. Aber hier zum Beispiel, das ist ein Riesenstück Kindheitserinnerung. Das war in Langenau, das ist in der Nähe von Ulm. Und meine Großmutter hier, die lebte in einem alten Schulhaus. Und zwar ganz oben drin. Und das war die Treppe vor der Schule. Mit einem riesen Schulhof. Aber jedes dieser Bilder erzählt eine Geschichte. Und das will ich jetzt gleich noch digitalisieren. Ich zeige Ihnen nochmal, wie einfach das geht. Ich nehme dir das Album nochmal aus der Hand. Und glauben Sie mir, es macht ein klein wenig süchtig, wenn man damit angefangen hat. Ja, probieren Sie es aus. Das kann ich Ihnen nur raten. Notieren Sie sich die Bestellnummer NX6103 und die 569. Es ist nicht kompliziert, ja, das wollen wir Ihnen auch nochmal sagen. Sie haben es gesehen, wie einfach das geht. Das haben wir Ihnen gerade live gezeigt. Also scheuen Sie sich auch nicht davor, das bekommt jeder hin. Deswegen rufen Sie ganz schnell an und sichern Sie sich diese wertvollen Erinnerungen unter der 0180 51 51 und 3x2. Und sehen Sie dieses Grinsen bei Ralf im Gesicht. Das werden Sie auch haben, ja, wenn
wollen sie dann erstmal diese wertvollen Schätze wieder herauskramen und dann kann man Step by Step alles digitalisieren. Also viel Freude damit.